Hallo, fröhlichen guten Morgen. Wir haben ein super Wetter, glückliche Welpen. Wochenende kann starten. Dann macht ihr Kissenschlacht. Irene, guten Morgen. Guck mal, dein Charlie. Hey Charlie, schau mal. Dein Troll ist da. Guck mal, vielleicht guckt doch der Bobby zu. Charlie, du hast Herzchen bekommen. Frühstück hattest du ja schon. Irene, es ist ja toll. So ein super Wetter und so glückliche Welpen. Das war ein Ennissprung. Und Momo auch mitten dazu. Nicht die Ohren anknabbern. Ja, Irene, die drehen noch mal richtig auf und dann kommt der absolute Tiefschlaf. Lucy, was war das denn? Und die Großen gucken aus sicherer Entfernung zu. Jo, und ich werde dann mal anfangen, das Welpenzimmer wieder auf Vordermann zu bringen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und vielleicht bis nachher. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.
Ja, wir haben ihn wieder, den strahlenden Sonnenschein, wo wir ein bisschen Schatten brauchen. Babys genießen das sehr. Wieder alles umgeräumt. Ein bisschen Mittagessen tun sie auch noch. Function und Charlie waren auch nie müde. Der Emmy wollte da eigentlich in Sicherheit fressen. Emmy, haben sie dich überfallen, ne? Dankeschön fürs Herzchen. Zum Mittagessen gibt es heute einen rohen Rindfleischmix mit Hundenudeln und Gemüse. Ja, da wäre so mancher Mensch auch froh drüber, denke ich mal. Anne ist auf dem Wackelbrett. Willst du schon wieder raus, das Bitsche? Du, Schatzili, dann kommen aber die Großen und tun euer Essen aufessen. Das will ich nicht. Weil unsere Lotte, die neigt zu Übergewicht. Und wenn ich zu früh jetzt das Gehege aufmache, kommen nicht nur die Kleinen raus, sondern die Großen rein und futtern alles zusammen. Na, Anna. Mama Anna. Gott, du süße Maus. Du darfst dann nachher rein die Reste essen, gell? Anna, willst du schlafen? Okay. Anna. Anna, du darfst rein. Anna. Schau mal her, mein Schatz. Das kannst du mitnehmen. Du bleibst raus, Poldi. Nein, Poldi. Poldi, nein. Wenn man das Essen da drin ist, darfst du nicht mitnehmen. Nachmittagsunterricht. Das Stück zum Kauen war ein Stück Kaninchenohr, was die Anna da mitgebracht hat. Und nach einem kurzen Brummen hat sie sich doch gerne abnehmen lassen.
Jo, Verbindung ist wieder da, wir auch. Voll, die läuft Patrouille. Wir haben jetzt überall diese Plastiksuppenschalen aufgestellt. Die sind super als Wassernäpfe. Denn selbst im Vielhundehaushalt sind irgendwann die Näpfe alle. Und ich möchte, dass hier im Garten möglichst viele Wassernäpfe für die Hunde zur Verfügung stehen. Poldi, du musst noch warten. Die stehen all schon an der Tür, als würden sie sonst nichts zu essen kriegen. Herr Pünktchen, schick mal viele Grüße nach Baden-Württemberg. Ines, seid ihr da? Das ist eure Pünktchen, die da in der Mitte liegt. Mit dem rosa Spieltau. Vorne links ist der Emmy, der geht nach Amberg. Poldi, auch wenn du mich noch so anhimmelst, mach noch mal den Himmel anblick, Poldi. Polly, der hat mich eben so angehimmelt, dass ich ihn reinlassen soll. Ja, und wenn da jetzt der Polly mit drin wäre oder die anderen Großen, dann hätten die Kleinen keine Chance, dass sie da so schön entspannt auf den Kaninchenohren kauen können. Der Poldi kriegt natürlich auch wieder eins, aber eben nicht, wenn die Kleinen dabei sind. Poldi, wir sehen dich. Rein. Lucy, wink mal der Renate. Lucy zieht in die Nähe von Rosenheim. Elisabeth bleibt in Schwandorf. Charlie geht nach Cham. Und wird zum Ölbohrer. Charlie, Ölbohrer.
Ja, so wie es aussieht, sind die Babys alle satt. Und Anna macht jetzt einen Teller leer. Wie im richtigen Leben. Also ich kenne zwar was immer unsere Oma, die hat immer dann das gegessen, was wir Kinder nicht mehr geschafft haben. Nein. Ja, das war's dann für jetzt. Ich wünsche euch, dass ihr auch ein tolles Mittagessen hattet. Bei dem Wetter vielleicht wie wir mit Salat und frischem Fisch. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Nachmittag. Bis später. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Einmal dürft ihr raten, wer das war. Ja, Schichtwechsel, Ennis hilft auch. Lotte ist gut, das ist nebenan. Nebenan ist wieder eine Baustelle. Samstag ist klar. Und da müssen alle mitmachen. Ja, du auch noch, klar, Opa. Nicht ein Opa zwickeln, Kinder. Du siehst jetzt gut aus. Pünktchen. Das nutzt nichts, musst noch mal schütteln. Willst du dann noch ein Loch buddeln, Ennis?
Hast du auch gebuddelt, Lotte? Na Kinderlein, kommt ihr dann auch raus? Linda, siehst du, wie euer Emmy schon gewachsen ist? Emmy, sag mal, wie groß du geworden bist. Und charmant ist er, lässt sich von der Damenwelt unterkriegen. Hier, Emmy. Voll die lässt die Kleinen spielen. Unser provisorisches Sonnensegel macht seinem Namen Ehre, segelt so im leichten Wind. Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Hallo zur Nachmittagsrunde. Kinderlein, seid ihr alle wach? Hallo. Was ist das? Na komm, traut euch mal, alter Tisch. Axel, lass mal. Hallo. Ja, super. Der nächste ganz tapfere Kavalier ist unser Pünktchen, die nach Baden-Württemberg... Nein, Entschuldigung, das ist Emmy. Emmy bleibt in Bayern. Ennis hat eine Option für Thüringen. Oh, Ernst, grüß dich. Na, wer hat denn da keine Lust rauszukommen? Vorsicht, Kinder. Ja, lasst mich auch mal durch. Das ist die kleine Kavalieroase im Schatten. Ganz müde. Na gut, habt ihr noch keine Lust wach zu sein? Nicht so wirklich schon. So, dann schauen wir mal, weil einer fehlt noch. Das ist das Lieblingsspiel? Ah, Ennis ist bei den Großen.
Na, Ennis, lässt du dir die Welt von den Großen zeigen? Das ist mein Schatten, dem du nachläufst. Oh, bleibt der Schatten stehen. Na komm, so gut schmeckt das nicht, Schätzelein. Wir haben was anderes für dich. Kommen Sie mal her, Sie kleine Hund. Jonas, zeig mal deinem Sohnemann, was man knabbern darf. Und was nicht. Hey, Jonas, du bist Papa, kümmere dich mal. Poldi hat wieder einen Ball von Kindern stibitzt. Ja, Axel, wir müssen das alles wieder aufräumen, gell? Bei der Hitze machen wir immer nur ein Stück von der Gartenarbeit. Ne, Mama Anna. Anna macht auch Pause im Schatten. Ja, deine Kinderlein schlafen fast alle. Alles schläft und einer wacht. Das ist der Ennis, der lacht. Gell, Ennis? So, mein Schatzelein. Das darfst du haben. Ja, dann sage ich euch Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis nachher. Tschüss. Hallo zur Nachmittagsrunde. Kinderlein, seid ihr alle wach? Hallo. Was ist das? Na komm, traut euch mal, alter Tisch. Axel, lass mal. Hallo. Ja, super. Der nächste ganz tapfere Kavalier ist unser Pünktchen, die nach Baden-Württemberg... Nein, Entschuldigung, das ist Emmy. Emmy bleibt in Bayern. Ennis hat eine Option für Thüringen. Oh, Ernst, grüß dich. Na, wer hat denn da keine Lust rauszukommen? Vorsicht, Kinder. Ja, lasst mich auch mal durch. Das ist die kleine Kavalieroase im Schatten. Ganz müde. Na gut, habt ihr noch keine Lust wach zu werden? Nicht so wirklich schon. So, dann schauen wir mal, weil einer fehlt noch. Das ist das Lieblingsspiel. Ah, Ennis ist bei den Großen. Na, Ennis, lässt du dir die Welt von den Großen zeigen?
Das ist mein Schatten, dem du nachläufst. Oh, bleibt der Schatten stehen. Na komm, so gut schmeckt das nicht, Schätzelein. Wir haben was anderes für dich. Kommen Sie mal her, Sie kleine Hund. Jonas, zeig mal deinem Sohnemann, was man knabbern darf. Und was nicht. Hey, Jonas, du bist Papa, kümmere dich mal. Poldi hat wieder einen Ball von Kindern stibitzt. Ja, Axel, wir müssen das alles wieder aufräumen, ja. Bei der Hitze machen wir immer nur ein Stück von der Gartenarbeit. Ne, Mama Anna. Anna macht auch Pause im Schatten. Ja, deine Kinderlein schlafen fast alle. Alles schläft und einer wacht. Das ist der Ennis, der lacht. Gell, Ennis? So, mein Schatzelein. Das darfst du haben. Ja, dann sage ich euch Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Bis nachher. Tschüss.